Hallo, ich spreche für die Kitty Hooligans. Wir sind eine queer-feministische Liste an der Universität Düsseldorf. Wir nehmen seit den ersten Dügida-Aufmärschen an den Gegendemonstrationen in Düsseldorf teil. Wir sind schockiert darüber, dass die Rassisten und Rassistinnen mit kaum Einschränkungen durch die Polizei ihre Parolen in der Düsseldorfer Innenstadt verbreiten können und das auch noch bis Ende dieses Jahres vorhaben. Es ist unfassbar, dass die Stadt und das Land diesen Raum für rassistische Hasstiraden einräumen. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit werden hier als migrantisch wahrgenommene Anwohner und Anwohnerinnen angegriffen und beschimpft, Nazi-Parolen gesungen und der Hitlergruß gezeigt. Zudem nimmt die Gewalttätigkeit von Dügida gegenüber Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten stetig zu. Das Eingreifen der Polizei ist dabei meist einseitig und schützt oft die Täter und Täterinnen. Auf den Gegendemos wollen wir uns den Rassisten und Rassistinnen entgegenstellen, werden dabei aber von der Polizei massiv eingeschränkt und mit Pfefferspray und Schlagstöcken eingeschüchtert. Damit Dügida laufen kann, scheint jedes Mittel gerecht. Auch wenn die Möglichkeit, die Dügida-Demonstration abzubrechen, besteht, ignoriert die Polizei lieber volksverhetzendes Gehabe und bietet Rassistinnen und Rassisten ein Forum. Wir fordern, dass Demos mit faschistischen Inhalten schärfer eingeschränkt oder unmöglich gemacht werden. Stattdessen werden antirassistische Aktivistinnen und Aktivisten kriminalisiert. Dabei ist der antirassistische Kampf in einem Land mit unserer Geschichte notwendig und unabdingbar. Wir fordern, dass alle Verfahren gegenüber Antirassistinnen eingestellt werden. Wenn wir es nicht schaffen, aus der Geschichte zu lernen, dann laufen wir Gefahr, dass ein weiteres Mal Verfolgung und Vernichtung zum Alltag werden. Okay. Deswegen rufen wir euch alle auf, weiterhin an den Gegendemonstrationen teilzunehmen. Wir müssen uns gemeinsam für eine echte Demokratie einsetzen, für eine Gesellschaftsform, in der kein Mensch in Angst leben muss.